lieber Vater, führe und leite uns, lasse ich dein Wort in Abhängigkeit von dir und von dem Herrn Jesus durch den Geist verkünden. Und lass es klar und deutlich sein und durchdringen und wirksam sein. Dir zu Ehre. Amen. Ich predige weiter aus dem Buch Hohenlied, weil wir beschäftigen uns eigentlich auch noch mit dem Hebräerbrief, obwohl es nicht mehr so klingt. Wenn ihr den Draht verloren hättet, informiere ich auch schnell wieder. Es geht darum, dass wir dem Herrn Jesus gegenüber treu sein sollen, laut Hebräer 3, im Licht der Tatsache, dass er treu war in allen Dingen bezüglich Gottes Haus und wir sind sein Haus, wenn wir auch treu sind. Und wir könnten ihm nur immer treuer werden, indem wir leben werden, wie die Jungfrau von Hohenlied 7, um immer gereifter zu werden, bis wir leben werden, handeln werden, erfahren werden, was sie erfahren und geschafft und gemacht hat, laut Hohenlied 7 und 8. Okay, meine Überschrift heute Morgen, oder mein Titel, Jungfrauen des himmlischen Bräutigams. Gefällt ihm immer mehr, indem ihr ihm und den Seinen richtig dient. Wir sollen ihm gefallen, ihn verherrlichen, indem wir ihm und den Seinen richtig dienen. Wer gewinnt, wenn wir leben, wie wir leben sollen? Laut im Hohenlied 7 und 8. Alle Parteien gewinnen außerhalb des Feindes. Ich gewinne, weil dann bekomme ich Christi und Gottes beste und reichsten Segen. Du auch. Wir als Gemeinde auch. Dann leiden wir nicht einen großen Verlust, weil was für ein tragischer Verlust wäre es, wenn wir nicht unser Potenzial in Christus verwirklichen würden. Wir verwirklichen nur unser Potenzial in Christus, indem wir leben, wie die Jungfrau von Hohenlied 7 und 8 gelebt hat und gewandelt ist und gedient hat und gelitten hat und ein Opfer gebracht hat. Ja, die Geschwister gewinnen, wenn es solche Jungfrauen unter uns gibt, aber alle Leute gewinnen, wenn wir alle so handeln in Einmütigkeit. Der Herr will eigentlich so eine Gemeinde haben. Und deswegen werden wir dann auch die verlorenen Menschen gewinnen lassen. Weil dann werden wir so viel, so erfüllt sein mit Christi Geist und mit ihm auf so eine Weise in seine Erntefelder herausziehen oder hineinziehen, dass er in uns reden wird und durch uns. Und dann werden wir mehr Leute in Heilbronn und in aller Welt für ihn gewinnen. Der Herr ist beschäftigt, um Dinge zu ändern. Die Geschwister beten immer mehr in Übereinstimmung mit was wir hier predigen. Insbesondere am Samstagen haben wir solche herrliche Gebetskreise. Und wir wissen, der Herr ist beschäftigt, Türen zu öffnen in mehrere Länder für uns. Weil es ist in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis zu Ende dieser Welt. Weil es gibt keine Grenzen für diejenigen, die mit Christus als seine gereifte Jungfrau in der Kraft und Macht der ersten Liebe herausziehen, weil er ist doch unbegrenzt. Und dann benutzt er uns als seine Gefährten, seine Gehilfen doch auf eine immer mächtigere Weise. Er hat doch gesagt, dass dies der Wille seines Vaters ist und bleibt. Dies ist der Wille meines Vaters, dass ihr Frucht bringt, dann mehr Frucht, dann viel Frucht. Wir brauchen keine Charismatiker zu sein, um zu wissen, dass dies Gottes Wille für all seine Kinder ist und für all seine Menschen, für all seine Jungfrauen. Je mehr Frucht, je besser, je mehr gefallen wir Gott, je mehr sind wir im Einklang mit Gottes Plan und Wille, in Harmonie mit Christus. Weil dies ist doch sein Motiv und seine Liebesabsicht. Aber es fängt alles damit an, dass wir ihm gegenüber treu sind, indem wir ihm unsere erste Liebe bezüglich der verschiedenen Aspekte davon schenken. Laut dem Hohenlied 7 und 8. So, wenn wir nicht so leben werden, wenn wir stecken bleiben werden,
und nicht Fortschritte machen werden, geführt vom Heiligen Geist, werden wir eine schreckliche Art Undankbarkeit ihm und unserem himmlischen Vater gegenüber doch zeigen. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 15 lehrt uns Folgendes. Vers 14, er ist für alle gestorben. In dem Kontext nicht für alle Menschen. Der Kontext zeigt bestimmt, dass er nicht für alle Menschen gestorben ist, sondern für all seine Auserkorenen. So sind sie alle gestorben. Dies bedeutet, alle gestorben für die Sünde. So, unserer Stelle nach, auch der Stelle der Leute nach, die noch gerettet werden würden, sind sie schon von Gottes Perspektive aus gesehen der Sünde gestorben, weil Christus der Sünde gestorben ist. Vers 15, gibt es nur eine Weise, worauf wir reagieren dürfen und sollen. Vers 15, es ist deshalb, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, welche in Christus leben, als seine Jungfrauen, treue Jungfrauen, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Leben wir so? Ist dies unser Streben, unser Ziel, unsere Absicht? Herr, nichts mehr für mich, alles für dich. Du hast mir nie gesagt, ich will nichts mehr für mich selbst haben, alles für meinen Herrn. Ob ich lebe oder ich sterbe, ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre dem Herrn. Wir leben für ihn, wir streben für ihn und mit ihm, um ihm zu gefallen, um ihn auch in seine Erntefelder, so wie in unserer Kämmerlein, unsere beste Früchte zu geben, schenken, die wir für ihn aufbewahrt haben, um ihm unsere beste Liebe zu schenken, damit wir ihm gefallen können, damit wir das Verlangen seines Herzens stillen können. Und dann werden wir reichlich gesegnet sein von ihm. So, wir fangen an. Die entscheidenden Merkmale von allen Jungfrauen oder Mägden des Herrn Jesus, die schon der Sünde gestorben sind und deswegen mit dem Herrn Jesus auf dem Weg sind, von der ersten Liebesgemeinschaft, von das erste Liebesfestmahl und Dienst in seinem Job. Was wir merken sollen, ist, dass es um den Zweigeborenen geht, nämlich ihr sollt laut Matthäus 22, Vers 37 und 38 Gott, euren Herrn, mit allem, was ihr seid und allem, was wir haben, lieben. Mit von Herzen heraus, mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Verstand, unserer ganzen Energie und Seele. Und dann das zweite Gebot, das daraus fließt, wenn wir Nummer 1 richtig machen, nämlich um unseren Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Immer noch in der Kraft seiner Liebe. Am Anfang war diese Jungfrau nicht in der Lage, um dies immer zu tun, weil wir haben es schon mitbekommen, dass sie teilweise noch ungereift, noch zu einem bestimmten Maß ungereift war und deswegen noch zu einem bestimmten Maß eher ein bisschen selbstgerichtet und noch ein bisschen egoistisch. Herr, gebe mir, noch mehr mit Liebesküssen bitte. Nicht verkehrt, aber dies als höchste Betonung zu haben, ist verkehrt. Weil es geschrieben steht, in Apostel 25, Vers 35, dass der Herr Jesus selber gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. So, anstatt zu betonen, mein Geliebter ist mein, und ich bin sein, der unter den Lilien weidet, laut Hohenlied 2, Vers 16, er, die Betonung von Hohenlied 7, Vers 10. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Beide diese Realitäten sollen bleiben. Denke doch nicht,
dass ich gesagt habe, dies habe ich doch nicht gesagt, dass wir nicht dieses Verlangen behalten sollen und uns darüber freuen sollen, immer mehr eigentlich, dass unsere Geliebten uns gehören und dass wir ihm gehören. Aber die Betonung, je länger wir mit dem Herrn Jesus wandeln, in der Kraft und Macht der umwandelnden erste Liebe, sollen wir immer mehr wie die gereifte Jungfrau eine andere Betonung bekommen. Ja, Herr, ich will dies, mich darüber freuen, ich tue dies auch, dass du mir gehörst, dass ich und ich dir. Aber Herr, für mich ist es noch entscheidender geworden, weil ich an dir herangewachsen bin. Und wir auch, Herr, aus deiner Gemeinde, indem wir mit dir durch dick und dünn weitergemacht haben auf dem Weg mit dir, dass wir eher betonen, Herr, wir gehören unseren Geliebten. Angesichts der Tatsache, dass du uns schon gesagt hast, laut Hohenlied Kapitel 7, Verses 7 bis 9, oder 7 bis 9 oder 7 bis 10, 7 bis 10, dass er uns unsäglich, unheimlich, unbeschreiblich schön und köstlich findet. Dass er nun sagt, ihr habt geistliche Brüste entwickelt. Als die Jungfrauen von Hohenlied 1 und 2 habt ihr noch eigentlich nicht Brüste gehabt. Und die Brüste sind entscheidend, um den Ehemann zu gefallen. Die geistliche Brüste deutet darauf, dass wir an ihm herangewachsen sind, dass wir viele Früchte haben, dass wir gereift worden sind in der ersten Liebe und auch bezüglich der anderen Merkmale des wahren Christ. Dass wir doch erfahren haben, dass er tatsächlich gemacht hat, was er machen wollte, laut Galater 4,19, dass er dafür gesorgt hat, dass er selber in uns Gestalt gewonnen hat. Und deswegen sieht er in uns immer mehr von sich selber, von seiner Selbstlosigkeit, von seiner unselbstsüchtigen, selbstgebenden, teuren, dienenden Liebe. Dann sagt er uns, anfänglich wart ihr nicht so gewesen, ihr wart ungereift. Diese Dinge habt ihr nur in mir gesehen. Aber weil ihr laut 2. Korinther 3,18 mich angeguckt habt und meine Herrlichkeit gesehen habt, geführt vom Geist, obwohl nicht auf eine vollständige Weise, weil ihr noch ungereift wart, aber je länger doch, je mehr, durch dick und dünn, seid ihr doch gemacht worden zu einem großen Maß, wie ich bin. Meine Liebe, meine Treue, meine Leidenschaft, mein zärtliches Mitgefühl, meine Güte, meine Gnade, mein standhaftes Ausharren, mein Geduld, mein Verlangen, euch zu dienen, ist schon zu euren Merkmalen gemacht worden. Ich habe tatsächlich durch das Wirken meines Geistes, der in euch wohnt, in euch zu so einem Maß Gestalt gewinnt, dass ihr das überwältigendes Verlangen erfährt, um mir zu gefallen, mehr als dass ich euch gefallen würde. Ja, anfänglich war es doch, Herr, lass ich doch immer mehr von deiner Liebesküsse erfahren. Herr, ich fühle mich so schlecht, wenn ich deine Liebesküsse nicht genieße mehr. Dann kann ich nicht weitermachen, weil dann fühle ich mich gestresst. Dann werde ich unsicher. Weil ich war damals noch nicht, damals war sie doch noch nicht gereift geworden in der ersten Liebe. Laut 1. Johannes 4,18. Es gab noch Furcht und Angst von Zeit zu Zeit. Herr, du hast dich verschwunden. Herr, wo bist du? Herr, Dinge sind nicht mehr in Ordnung. Herr, du bist so klein und gering und so schwach. So ein Mini-Christus, so ein schwacher Bräutigam, dass wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bist du plötzlich schwach geworden. Natürlich will kein Christ so reden, aber eigentlich, um konsequent zu sein, sollen sie so reden, weil dies ist doch, was ihr Verhalten bedeutet.
wenn wir so handeln, so ängstlich werden, Herr, ich spüre dich nicht mehr. Herr, meine Stimmung ist nicht mehr positiv. Herr, ich fühle mich depressiv. Herr, ich fühle mich nicht wohl. Möglicherweise soll ich in den Kliniken gehen und Psychopharmaka einnehmen. Nein. Der Herr bleibt ebenso stark und ebenso unbegrenzt in seiner Macht und Kraft, wenn wir uns am schlechtesten und am unwohlsten fühlen. Aber dies haben die gereiften Jungfrauen durch die Erfahrung, persönliche Erfahrung mit dem Herrn auf seinem Weg gelernt. Herr, über die Jahre, über die Monate, über die Wochen, durch die Minuten und die Sekunden und die Stunden und Tage hindurch, habe ich je länger, je mehr, ist doch mitbekommen, du bist mir nicht nur einmal gegenüber untreu geworden. Herr, mehrmals habe ich mich voll gefühlt. Mehrmals hast du mich in deine Gemächer hineingebracht, dann habe ich von deinem Wein getrunken. Auf eine ganz besondere Weise war ich auf dem Berg der Verherrlichung mit dir gewesen. Es war köstlich. Ein andere Mal habe ich mich wie David gefühlt, als er in der Wüste war. Verlassen von dir hat er sich gefühlt. Und von Zeit zu Zeit war ich in der Lage gewesen, oh Herr, mein geliebter Bräutigam, um mich selber im Herrn zu ermüdigen. Und zu meiner Seele zu reden, warum bist du so unruhig in mir? Aber Herr, weil ich früher so ungereift war, habe ich nicht immer so gebetet. Mehrmals habe ich negativ geredet. Habe ich mehr und mehr in mich selbst hineingeschaut. Habe ich sogar dich verletzt, indem ich gesagt habe, möglicherweise ist der Herr beschäftigt, mich zu richten und zu strafen. Der Herr straft kein Kind Gottes. Er straft nicht seine Braut. Ihr werdet doch nicht zufrieden sein. Wenn ich euch sagen würde, dass ich in der vergangenen Woche, wenn es der Fall wäre, dass ich mit meiner geliebten Ehefrau unzufrieden wäre, ihr bestraft habt. Es gibt solche Männer. Sie haben mir gesagt, ich strafe meine Frau. Wenn sie nicht richtig handelt, war ich schon dreimal zu ihr geredet, dann schlafe ich irgendwo anders und ich bleibe schweigsam 3 Tage lang. Ich habe den Bruder gesagt, du musst aufwachen, anders kommt Gemeinde zu. Du darfst nicht so handeln. Der Herr straft nie seine Kinder. Straft doch nicht seine Braut. Ja, züchtigen, ja. Aber straft nicht. Es ist immer positiv. Und so haben wir ihn mehrmals verletzt, weil wir als unerfahrene Jungfrau noch so dumm und uninformiert waren. So ungereift. Deswegen wankelmütig, dann da hoch, dann niedrig gegangen. Unsere Stimmungen haben alles bestimmt mehrmals. Und als er uns nicht mehr geküsst hat, auf eine bewusste Weise, indem wir die Küsse seines Mundes, die alle besser als das beste Weisen geküsst hat, unserer Erfahrung nach, haben wir manchmal gesagt, Herr, ich kann nicht weitermachen. Dann sind wir teilweise passiv geworden, oder? Hatten wir nicht mit aller Macht und Kraft, sind wir nicht dann mit ihm weiter vorwärts gezogen, hat die erste Liebe doch, die erste Liebesbeziehung mit ihm und die erste Liebesgemeinschaft mit ihm doch Schaden erlitten. Aber je mehr wir mit ihm gewandelt sind, durch dick und dünn, haben wir es mitbekommen. Er bleibt uns gegen ihn treu. Die Welt ist nicht zu Ende gebracht worden und der Himmel ist nicht zur Erde gefallen, indem wir nicht mehr seine Liebe spüren, er bleibt noch ebenso treu, weil er bleibt treu, wenn wir ihn spüren und nicht spüren. Dies haben wir gelernt. Und dies ist das Merkmal, das die gereifte Jungfrau hatte. Und deswegen mussten sie nicht zwangsläufig jedes Mal ausrufen, ach, oh Herr, wenn du mich nicht mehr länger wieder küssen würdest mit den Küssen deines Mundes. Wenn ich deine Liebe nicht auf diese einzigartige und spezielle Weise spüren und genießen würde, kann ich nicht mit optimal weitermachen mit dir. Ja, Leute, die auf ihre Erfahrung so übermäßig fokussiert bleiben, sind nicht in der Lage, um sich auf Christus völlig zu konzentrieren. Der Herr hat uns doch so geschaffen, dass niemand von uns können uns auf eine optimale Weise auf 2 Dinge und auf 2 Realitäten zur gleichen Zeit konzentrieren oder darauf fokussiert bleiben. Und die jungen, unerfahrenen Christen, ach, es ist doch so,
enttäuscht sind, oder? Immer seine Erfahrungen oder seine Leistungen oder seine Mangel an Leistungen, anstatt über den Herrn Jesus zu reden. Anstatt zu tun, was in 2. Korinther 3, 18 geschrieben steht. Lass uns sie schnell lesen, bevor ich weiterrede. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, alle hier sind nicht alle Menschen, alle in Christi Leib, alle, die Christus gehören. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Warum schauen wir Christi Herrlichkeit und sein herrliches Angesicht? Es ist das Angesicht. Ist Christi herrliches Angesicht mit unverhülltem Angesicht an. Warum? Weil er hat den Schleier weggenommen, weil wir sind nicht mehr verblendet. Ab der Zeit, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, er uns neu erschaffen hat, können wir ihn mit den Augen unseres Geistes sehen, denen er uns geschenkt hat, die er uns geschenkt hat. Und schauen wir ihn auch an. Aber was findet dann statt? Drei Dinge. Dann, wir schauen ihn in dem Spiegel seines Wortes an, dieses Wortes, von diesem Wort. Durch die Predigen, durch Nachsinnen, durch Bibellesen, durch tief Minen. Wir sollen die Bibel studieren, um Christus darin zu sehen. Dann bleiben wir nicht dieselbe, dann werden wir verwandelt, je länger, je mehr, ja immer mehr, in dasselbe Bild, das wir in dem Spiegel sehen, nämlich in Christi herrliches geistliches Bild hinein, werden wir dann, je länger, je mehr, verwandelt. Und dies deswegen von Herrlichkeit zu mehr Herrlichkeit, zu noch mehr Herrlichkeit. Und dies schafft der Heilige Geist als Geist des Christus, der in uns wohnt, laut Römer 8, 9. Und die steht auch hier geschrieben, nämlich vom Geist des Herrn Jesus. Vom Geist des Herrn. Der Geist bewirkt dies. Aber die ungereifte Jungfrau konnte dies nicht optimal immer machen. Weil teilweise noch selbstgerichtet, wir wissen das. Die jungen Kinder, auch die besten Kinder hier, sind doch teilweise selbstgerichtet. Sie stören sich daran, ob sie uns stören. Wenn sie Essen bekommen möchten, dann heulen. Sie stören sich daran, dass wir reden zueinander. Sie unterbrechen uns. Sie sind noch zu einem großen Maß, die lieben Kinder, sind alle noch zu einem großen Maß, die jungen Kinder, sehr egoistisch. Sehr selbstgerichtet. Nicht, weil sie dies notwendigerweise so haben wollen, aber sie sind einfach so geprägt. Sie sind doch auch Sünder. Sie haben doch eine sündhafte Natur. Sie sind doch noch verloren, die meisten von ihnen. Und auch ein errettetes Kind ist noch teilweise so, weil er ist noch nicht aufgewachsen. Er ist noch nicht mündlich geworden. Und deswegen noch teilweise egoistisch. Herr, Mama, gebe mir dies. Papa, gebe mir dies. Aber dieses Kind ist später beispielsweise gereift geworden. Er ist ein erwachsener Mensch jetzt. Er ist 18 Jahre alt. Er ist 21 Jahre alt. Später ist er 25 Jahre alt. Und was tut er da? Dann tut er, was wir in 2. Korinther 5,15 haben, die wir schon gelesen haben. Papa und Mama, ihr habt mir so geholfen. Ihr habt mich so versorgt. Ihr habt mich so geschützt. Ich bin so dankbar. Jetzt bin ich gereift. Ich habe getan, was Paulus getan hat. Als ich erwachsen geworden bin, habe ich die Dinge eines Kindes abgelegt. Jetzt handle ich wie eine erwachsene Person. Papa und Mama, ich will euch meine Dankbarkeit zeigen. Was kann ich für euch tun? Und dann tut er es auch. Dann tut sie es auch. Und so handeln die Jungfrau von Hohenlied 7 und 8. O Herr, ich habe so viel besser mitbekommen, so viel verständiger, was du alles für mich geworden bist, als du am Kreuz sterben musstest, was für einen teuren Preis du bezahlt hast. Unberechenbar war dein Preis gewesen. Und du hast mich so treu geführt. Du warst mir gegenüber als König, Prophet und Priester gegenüber über die Jahre so treu geblieben, dass du mich gelehrt hast. Deswegen habe ich diese Lektion gut gelernt. Dass wir sollen unsere Dankbarkeit dir gegenüber und unserem Vater gegenüber in allen Dingen zeigen. Ach Herr, ich weiß, du hast mir schon dies gesagt.
dass dein Verlangen nach mir steht. Lass uns doch wieder lesen, was in Hohenlied 7, Verse 7 bis 10 geschrieben steht. Was hat der Liebhaber der Jungfrau ihr gesagt? Wie schön bist du, Vers 7, und wie lieblich, o Liebe voller Wonnen. Dies hat er ihr nicht gesagt am Anfang, weil sie hat noch keine Brüste gehabt. Sie war noch zu jung und ungereift. Aber danach konnten sie dies. Vers 8, dein Wuchs ist der Palme gleich, sagte er ihr, als sie herangewachsen ist an ihm, bereift geworden ist in ihm, durch ihn, und deine Brüste den Trauben. Vers 9, ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Damit hat er gemeint, ich will dich in allen Dingen genießen. Ich habe nicht umsonst so hart und fleißig gearbeitet durch meinen Geist, um dich an mich heranwachsen zu lassen. Ich genieße meine eigenen Merkmale und Taten in dir. Ich werde dich als meine Geliebte, ich werde dich als meine Palme besteigen und die Zweige davon erfassen. Dann werden deine Brüste mir sein, wie Trauben des Weinstocks. Und dies bedeutet, die Christen, die geistliche Brüste entwickelt haben, geführt von meinem Geist, die seine übernatürlichen Merkmale als gereifte Jungfrau zeigen, auch seine Taten, die so selbstlos und selbstopfernd geworden sind. Er sagt, ich will euch genießen. Ich will euch genießen, weil es gibt viel mehr zu genießen in euch. In der herrlichen ersten Liebesgemeinschaft mit euch, als was es der Fall war, als ihr noch ungereift und jung war, als ihr noch so teilweise egoistisch und selbstgerichtet war und nicht völlig auf mich gerichtet und auf meine Bedürfnisse gerichtet war. Deswegen, und der Duft deiner Nase ist mir wie Äpfel. Versehen, und dein Gaumen wie der beste Wein. Ja, diese Dinge waren nicht so gewesen am Anfang. Weil sie war noch zu ungereift. Gerettet, ja, aber wenig von Christi Merkmale konnten sie zeigen. Aber später war es anders als gereifte Jungfrau. Ich will alles von dir genießen. Und dann, anstatt ihm noch immer zu sagen, Herr, deine Salben duften lieblich. Dies werden wir immer noch sagen. Die Betonung, Herr, du sagst mir, dass meine Salben lieblich duften, damit du dies genießen könntest. Herr, anstatt zu sagen, du musst mich küssen mit den Liebeskussen deines Mundes, sage ich dir, ich küsse dich mit den Liebeskussen meines Mundes. Laut Hohenlied 7 und 8. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Ich habe dir meine besten Früchte aufbewahren, um dir auf diese Weise meine beste Liebe auf die bestmögliche Weise zu schenken. Herr, laut Hohenlied 1 hast du mich immer wieder in deine Gemächer hineingebracht, in deinem Weinhaus hineingebracht. Dies wäre eine schöne Übersetzung. Dies steht in mehreren englischen Übersetzungen. Der König hat mich in seinem Weinhaus hineingebracht. Wir werden betrunken werden. Wir werden so viel trinken, wir werden betrunken sein. Dies ist die einzige Weise, um Gott zu gefallen, betrunken zu sein, indem wir so viel von dem geistlichen Wein trinken, dass wir wie betrunkene Menschen aussehen werden, wie Petrus und die anderen 190 Jünger ausgesehen hatten am Pfingsttag. Sie sind erfüllt mit Wein. Sie sind so froh und sie erfahren so viel Freude. Sie sind so spontan, sie sind wie keine normalen Menschen. Sie sind nicht mehr zurückhaltend. Sie reden spontan. Sie reden nur über eine Person, nur über den Herrn Jesus. Was für Menschen sind sie geworden? Dies war der Fall gewesen am Pfingsttag, Geliebte, weil er sie in seinem Weinhaus hineingebracht hat, weil er den Heiligen Geist auf sie ausgegossen hat und sie hat den Geist ohne Maß, ja, in seine Fülle empfangen. Und deswegen konnten sie so reden. Aber anstatt dies zu betonen, betont die gereifte Jungfrau von Hohenlied 7 und 8, Herr, ich bringe dir in meinem Wein aus hinein. Deswegen, du trinkst von meinem Wein. Dein Gaumen ist mir wie der beste Wein. Und wir lesen mehrmals von den Trauben und von dem Wein hier, die Ärgernis von ihr. So, die Betonung ist völlig anders geworden. Früher, was empfange ich von dir? Was erhalte ich von dir? Was erhalte ich von dir? Was genieße ich von dir?
Jetzt ist die Betonung ausgereift, die Jungfrau. Was genießt du von mir? Was kann ich dir schenken, o Herr? Was kann ich für dich opfern? Sie ist auch so viel anders geworden, indem sie früher doch so immer abhängig davon war. Er zieh mich an, bleibe ich einfach unfähig. Und sie hat sich so darauf konzentriert. Hast du mich schon gezogen, anders kann ich nicht mit dir laufen. Und auch nicht mit den anderen Jungfrauen dir nachlaufen. Aber als gereifte Jungfrau hat sie gewusst, er zieht sich auf jeden Fall. Sie hat nicht gebraucht, um dies jedes Mal zu sagen. So ab und zu ja, aber am meisten und hauptsächlich. Herr, früher konnte ich nicht die Initiative übernehmen. Jetzt nehme ich die Initiative mehrmals, weil, Herr, du hast mich so viel sensibler deiner Liebesstimme gegenüber gemacht. Wir wissen doch, dass die jungen Kinder nicht sehr gut begreifen können, immer was wir von ihnen fordern. Wir sollen Dinge auch in ganz einfachen Worten ihnen erklären, und dann begreifen sie es manchmal immer noch nicht gut oder überhaupt nicht. Aber dies ist auch ein Zeichen von geistliches Wachstum, oder? Wir verstehen immer besser, was er von uns will. Indem wir Johannes der Apostel uns auf seiner Brust befinden, wie dies der Fall war beim Abendmahl. Deswegen hören wir seine Herzschläge, wie sein Herz klopft und schlägt. Deswegen wissen wir, geführt von Geist, was er von uns fordert. Wisst ihr was? Nirgendwo in Gottes Wort steht es geschrieben, dass Gottes Wort kräftig ist. Ohne dass der Kontext andeutet, dass geredet wird von dem Wort Gottes, das durch den Geist geführt wird. Auch Hebräer 4. Gottes Wort ist lebendig und deswegen kräftig. Deswegen schneidet es. Deswegen bekommt es Erfolg. Wenn wir sagen werden, dass Gottes Wort allein ohne das Wirken des Geistes kräftig und mächtig wäre, dann würden wir den Heiligen Geist betrüben und verletzen, als ob wir seinen Dienst nicht brauchen. Deswegen hat er an Jesus auf eine ähnliche Weise geredet, laut Johannes 6, Vers 63. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Denke nicht, dass ich gegen Gottes Wort rede. Ich rede nur dagegen, dass wir nicht wissen würden, dass die Buchstaben tot sind. Nur der Heilige Geist macht die Buchstaben lebendig. Und dies ist der Grund, warum du auch wie ich diese Erfahrung mehrmals hattest. Du hast eine Bibelstelle mehrmals geredet, aber es ist keine Macht ausgeübt in deinem Leben. Weil du hast es nicht gut verstanden. Aber dann hast du es wieder für das 20. Mal gelesen. Dann ist das Wort lebendig gemacht worden durch das Wirken des Geistes. Und dann hast du dich gefreut. Dann habe ich gesagt, Herr, ich habe 30 Mal gepredigt. Aber dieses Mal will ich so gerne für ein 31. Mal darüber predigen. Aber ich habe so tief gemeint, weil der Heilige Geist hat mir dazu befähigt, um so besser zu begreifen, was inbegriffen ist in dieser Bibelstelle. Das Reichtum davon. Dieses Mal werde ich anders predigen darüber. Auf eine überschwänglichere Weise werde ich die Fülle davon und die Herrlichkeit davon ans Licht bringen, weil dein Geist hat mir dazu befähigt, als ich diese Bibelstelle für das 31. Mal studiert habe. Versteht ihr? Dies ist wahr. Auch wenn Gott sagt, mein Wort ist wie ein Hammer, die Herzen zerschlagen, bedeutet es geführt vom Heiligen Geist. Gottes Wort brauchen wir mit der Kombination geführt vom Geist. Und dies findet nicht automatisch statt. Dies findet statt in Übereinstimmung mit Gottes Plan. Der Heilige Geist hört. Soll ich ihm dies offenbaren? Ist es die Zeit gekommen, Vater, Herr Jesus, um ihm dies zu offenbaren? Um die Gemeinde dies zu offenbaren? Ja, es ist die Zeit. Kommt er. Ach, lass uns doch nicht den Heiligen Geist betrüben. Aber die als ich mit dem Herrn Jesus gewandelt ist, je länger, je mehr, über die Wochen und Monate und Jahre, hat sie immer besser es mitbekommen, dass Kolosser 3,16 in ihrer Erfahrung wahrgemacht worden ist. Lasst Christi Wort reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Und auf welche Weise findet dies statt? Auf die Weise von Johannes Kapitel 15, nämlich
Seine lebendigen Worte, seine Worte werden durch den Geist in uns lebendig gemacht. Dann freuen wir uns. Dann dürften seine Salben, damit unsere Salben dürften können, weil man kann nicht mit Christus, wie ich euch mehrmals gesagt habe, auf diese Art und Weise Gemeinschaft haben, ohne immer mehr in Christi herrliches Bild umgewandelt zu werden. Und ist sie, diese Frau, ist, Jungfrau, ist in der Tat mit dem Herrn gewandelt, durch dick und dünn. Und deswegen ist sie tatsächlich an ihn herangewachsen. Deswegen war sie so anders geworden, so viel selbstloser geworden, letzten Endes. Und konnten sie sagen, Herr, ich habe deine lebendigen Worte geführt von deinem Geist so viele Male gut gehört, dass ich genau weiß, was du haben möchtest. Ich bin doch so viel empfindsamer deines leise Liebesstimme gegenüber geworden, dass ich genau weiß, was du von mir forderst. Und deswegen sage ich einfach, ich frage dich mehrmals nicht mehr, was willst du? Ich sage dir, Herr, wir wollen doch. Dies ist doch wieder Hoslied Kapitel 7, Vers 12. Früher als ungereifte Jungfrau hatte sie dies nicht gesagt. Komm, mein Geliebter, sagte sie, nachdem sie Initiative übernommen hatte. Wir wollen doch aufs Feld hinausgehen. Ich weiß, du willst es auch. Dies hast du mir offenbart, durch Kommunikation, persönliche Kommunikation. Du hast doch gemacht, oh Herr, was in Johannes 14, Verse 21 und 23 geschrieben steht, nämlich, dass wenn jemand Christi Wort hat und sie es bewahrt, dann kommt er offenbart, er sich diese Person auf eine sehr besondere Weise, sehr spezifisch und persönlich. Deswegen weiß ich, Herr, ich bin mit dir gewandelt. Die Beziehung ist immer inniger geworden. Das Liebesfestmahl ist immer schöner geworden. Und ich bin umgewandelt worden. Ich weiß genau, was du haben möchtest. Deswegen sage ich, ohne zu zögern, ohne zu zweifeln, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Wir wollen in den Dörfern übernachten. Vers 13. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen. Wir wollen nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen hat. Wir wollen feststellen, ob die Blüten sich geöffnet haben. Wir wollen feststellen, ob die Granatbäume blühen. Und dort will ich dir in der Erntefelde und auch wenn wir wieder zurückgekommen sind von der Erntefelde, meine Liebe schenken. Dies ist auch noch eine Möglichkeit, weil wir lesen doch hier in Vers 14a. Die Alraunen verbreiten Duft. Ja, wie Lea und Rachel damals ihre Männer gefallen wollte, auf eine optimale Weise dafür gesorgt hatten, dass ihre Ehemänner sie genießen konnten, haben sie ihnen ihren Alraunen geschenkt, ihre Liebesäpfel. Sie haben sogar einen Kampf gehabt über die Liebesäpfel. Jeder wollte mehr Liebesäpfel haben, um ihre Ehemänner besser gefallen zu können. Aber dann lesen wir auch in 14b, und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte. Ich habe mich gefragt, sind die Leute immer noch in den Erntefeldern, die zwei? Weil über unseren Türen, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber die Türen sind normalerweise die Türen vom Bauernhof, von dem, was sagt man, in diesem Fall, was, wir haben Bürger in Deutschland und was noch? A castle? Ein Schlüssel. Wir befinden uns in unserem Schloss mit dem Herrn. Und es gibt Türen und Eingänge, aber wir befinden uns, nachdem wir in den Erntefeldern waren, wieder in den geschlossenen Türen. Aber Herr, über unseren Türen sind allerlei edle Früchte. Nachdem ich für dich gearbeitet habe, mit dir zusammen, in deiner Kraft, nachdem ich für eine längere Zeit erfahren habe, ich war mit dir in deinen Erntefeldern gewesen, oh Herr. Und ich habe erfahren dort, was in Johannes 15, Vers 10 geschrieben steht, indem ich dir nach dein Vorbild nachgefolgt bist. Bin Herr und habe, dies ist
Bleibe in meiner Liebe, hat er gesagt, auf die Weise, worauf ich in der Liebe meines Vaters geblieben bin, als ich in dieser Welt drin war, indem ich seine Gebote gehalten habe. Wir könnten doch nicht daran denken, dass wir Erfolg haben können, bekommen können, wenn wir nicht seine Gebote, alle von ihnen so gut wie möglich, in aller Empfindlichkeit, Empfindsamkeit halten würden und dann immer noch uns in seine erste Liebe zu befinden und immer noch denken, er wird nicht verletzt, als verletzte Bräutigam sich zurückziehen. Weil dies hat sie doch auch durch die Zeiten hindurch gelernt. Laut Hohenlied Kapitel 5. Er kam doch einmal zu ihrer Tür. Er klopfte an. Ach, meine Geliebte, meine Haarlocken sind lange und nass von den Tropfen hier draußen. Es ist kalt hier draußen, der Wind weht. Oh, öffne doch, meine Geliebte, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Aber sie war in ihrem Bett gewesen drin. Sie wollte nicht aufstehen. Sie hat Ausrede gehabt. So sind die ungereiften Jungfrauen mehrmals. Und sie hat solche falsche Ausrede gehabt, ungültige Ausrede. Jede Ausrede, die wir haben, ist doch völlig ungültig, oder? Völlig ungültig. Ich kann doch nicht wieder mein Nachtrock ausziehen. Ich kann doch, um mein normales Rock anzuziehen. Ich kann doch nicht meine Füße wieder verschmutzen, indem ich auf den Flur gehen würde. Was für Quatsch! Kein Wunder, dass er vorüber oder vorbeigegangen ist und dass sie sich dann so alleine gefühlt hat, dass sie krank geworden ist von Liebe. Er hat sich leiden lassen, nicht als Strafe, sondern als Belehrung, als Züchtigung, mir zu zeigen, so darfst du nicht mit mir gegenüber handeln. Wenn ich mit dir Gemeinschaft haben will, und dies ist die ganze Zeit lang, keine Ausrede, ich bleibe Nummer eins. Das Liebesgebot Nummer eins bleibt Nummer eins. Du sollst mich lieben zu allen Zeiten. Du sollst mir für immer verfügbar bleiben. Du darfst mir nicht sagen, hey, ich kann nicht jetzt kommen, weil du bleibst, oh Herr, meine erste Priorität. Dies hat er ihr gelernt. Deswegen hat sie nicht mehr so töricht gehandelt später. Wollten sie, ob sie mit ihm in den Weinbergen drin war oder wieder hinter den Türen von ihrem Schloss, Herr, meine Alraunen verbreiten Duft. Über unseren Türen sind allerlei edle Früchte, aber die Früchte sind meine Früchte. Neue und alte Früchte habe ich dir, Vers 14, mein Geliebte, aufbewahrt. Das Wort aufbewahrt ist so eine gute Übersetzung. Aufbewahrt als köstlicher Schatz, damit ich dir damit gefallen kann, wie diese zwei Frauen, die den Herrn Jesus so geliebt hatten, die Nardussalbe aufbewahrt hatten, gesagt, dies schenken wir nicht den Armen jetzt. Dies schenken wir unserem geliebten Herrn. Er bekommt nicht die Brosamen unseres Lebens. Er bekommt das Beste, unsere besten Gaben, unsere besten Früchte. Und sie war so eine dynamische junge Dame. Sie ist so herangewachsen. Sie hat alte Früchte gehabt, Früchte und neue Früchte. Herr, die alte Früchte von meinen Erinnerungen an wie wir miteinander gewandelt sind, als ich junger Christ war. Hast du mich doch so viel geschützt, weil du hast gewusst, dass ich so unerfahren war und dass ich so in Gefahr war als dumme und unvermehrte junge Dame. Aber ich erinnere mich immer noch an diese Dinge und Herr, diese alte Früchte behalte ich, schenke ich dir auch noch. Ich bedanke mich immer noch bei dir, dass du auf so eine wunderbare Weise mich gerettet hast. Und dass du so mit mir gewandelt bist, dass du mir so einen teuren Preis für mich bezahlt hast, dass du mir so belehrt hast und so geführt hast, dass ich dir nachlaufen konnte in der Wüste. Aber hä, ich habe auch neue Früchte dir aufbewahrt. Meine Brüste sind gewachsen. Ich habe jetzt deine Merkmale bekommen. Du siehst mir, dies hast du mir schon bekannt gegeben. Du siehst deine Merkmale in mir, deine Taten in mir und alles, was du von dir selbst in mir siehst, liebst du am meisten auf eine ganz einzigartige Weise. Und oh Herr, ich schenke dir auch die neue Frucht beispielsweise von mehr selbstopfernder Liebe. Ihm gegenüber als Nummer eins in ihrem Leben und seinen Menschen gegenüber als Nummer zwei in ihrem Leben. Und sie dann am dritten Platz, am letzten Platz.
Selbstopfernd. Ach, Geliebte. Aber ich denke, dass die Zeit jetzt gekommen ist, um über neue Dinge zu reden. Und deswegen zurück zu Hohenlied Kapitel 1. Wisst ihr was? Als junger Christ hat sie es nicht immer geschaffen, wie ich euch gesagt habe, um mit Ausdauer sich auf den Herrn zu blicken. Und wisst ihr warum? Sie ist nicht immer völlig im Geist gewandelt. Sie hat schon noch nicht die Lektion, sie hat noch nicht die Lektion damals gut gekannt, die wir lernen sollen, Geliebte, aus 2. Korinther 5 und Vers 16. Lass ich euch dies doch schnell vorlesen. Die gereifte Christen, die gereifte Jungfrau, sie praktizieren dieses Prinzip und diese Realität, weil sie gut begriffen haben. 2. Korinther 5, Vers 16, so kennen wir den von nun an. Wir, die Christen, niemand mehr nach dem Fleisch. Was bedeutet dies? Wir kennen niemand mehr als natürliche Menschen, bloß natürliche Menschen. Wir sind natürliche Menschen, oder? Ich habe ein natürlicher Leib, du hast ein natürlicher Leib. Mein Leib vergeht, dein Leib ist vergänglich. Wir sind natürliche Menschen, aber wir sind mehr als natürliche Menschen. Wir sind Menschen, wir sind Männer und Frauen und Kinder, die im Herrn Jesus drin sind. Die unserer Stelle nach mit dem Herrn Jesus zusammen, mit unserem Ehemann zusammen, mit allen geistlichen Segnungen im Herrn Jesus gesegnet worden sind und bleiben, ja, in Christus. Laut Epheser 1, Vers 3, in den himmlischen Regionen. Und deswegen erfahren wir immer mehr von diesen reichen geistlichen Segnungen Gottes durch Christus. Es ist völlig wahr, 100%ig wahr bleibt es, unserer Stelle nach, und es wird immer vollständiger wahr gemacht in unserer Erfahrung, je länger wir mit dem Herrn fanden. Aber damals hat sie immer noch nicht, mehrmals nicht getan, was hier geschrieben steht. Sie hat nicht gehandelt in Übereinstimmung mit dem Prinzip, das wir haben. So, von Vers 16, so kennen wir denn von nun an niemand, keine Person, die in Christus ist, mehr nach, bloß als natürlicher Mensch. Auch nicht Christus mehr. Deswegen hat der Herr Jesus Maria gesagt, fasse mich nicht an. Ich bin kein natürlicher, bloß kein natürlicher Mensch mehr. Ich bin umgewandelt worden, ich bin zum lebendigen Geist, lebendig machenden Geist umgewandelt worden, indem ich auferweckt worden bin durch meinen Vater in seine Allmachtskraft aus den Toten. Und die Fülle Gottes wohnt jetzt in mir. Ich werde in Kürze zum Himmel abfahren. Sie wollte ihn als natürlicher Mensch noch anfassen, aber dafür war es zu spät. Fasse mich nicht an, ich fahre ab zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und wir sollen Christus nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Und wir uns selber auch nicht. Und auch an anderen nicht. Herr, wenn ich ihm angucke und beobachte, dann sehe ich viele Fehler in ihm. Dann fühle ich mich irritiert und mehrmals frustriert. Aber Herr, er ist ein Mann in Christus. Und du bist in ihm. Ich soll ihn betrachten, wie du ihn betrachtest. Herr. Er hat alles in dir und er wächst einfach. Deswegen soll ich mit ihm nicht nur zufrieden sein, als Brüder im Herrn Jesus, als mit ihr, als Schwester im Herrn Jesus, sondern ganz begeistert. Deswegen hat Paulus immer dem Herrn gedankt, bevor er angefangen hat, ein Fürbitte zu machen für die Christen. Er hat die Gabe entwickelt, um zuerst die schönen Dinge zu sehen, die der Heilige Geist schon in ihnen gewirkt hat. Deswegen, früher kannte sie selbst noch einigermaßen nach dem Fleisch, anstatt nach dem Geist und Christen. Ja, geliebte Jungfrau des Herrn, in dem Moment, wenn wir solche Dinge tun, dies tun, betrüben wir den Heiligen Geist, verletzen wir unseren Bräutigam. Und dann reden wir, wie die unerfahrene Jungfrau, ungereifte Jungfrau geredet hat, laut Hohenlied Kapitel 1 und Vers 6a. Was sagte sie den anderen Jungfrauen? Seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin. Weil die Sonne mich verbrannt hat. Und dann war sie so frustriert mit ihnen. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir.
Sie war ärgerlich geworden, irritiert geworden. Sie tadelte ihnen. Guck mich doch an, ich bin doch dunkel. Dunkler als euch, ihr seid weißer und ihrer Farbe nach. Und die Sonne hat mich verbrannt. Mit anderen Worten, ich habe so viele Schmerzen erfahren, so viele schwierige Zeiten. Es war ihr noch nicht egal geworden, dass, was die anderen von ihr dachten. Es war ihr sehr wichtig noch, dass sie alle von ihr gut denken mussten. Und auf diese Weise hat sie gezeigt, dass sie sich selbst auch noch teilweise zu einem bestimmten Maß nach dem Fleisch gekannt hat. Aber hat sie wieder so geredet, als sie, nachdem sie gereifte Jungfrau geworden sind? Laut dem Hohenlied 7 und 8? Überhaupt nicht. Sie hat hier über sich selbst geredet als, als ungereifte Jungfrau. Seht mich doch nicht an, weil ich so schwerstig bin, weil die Sonne mich verbrannt. Okay, lass ich zuerst sagen, warum hat sie so geredet? Sie war noch teilweise egoistisch und eitel. Ist ja ein Zeichen von Eitelkeit. Wenn es mir nicht egal bin, was ihr von mir denkt, oder? Und von den anderen. Seht mich noch an, weil ich so schwarzig bin. Sie war sich noch zu selbstbewusst. Das Problem ist, warum gehen viele Leute in den Kliniken hinein? Weil sie sind sich von sich selbst übermäßig bewusst. Weil sie sinnen immer nach, wie sehe ich aus? Eine eitle Frau, was tut sie? Sie verbringt viel Zeit vor dem Spiegel. Ich weiß nicht, in Deutschland, aber in Südafrika und in Amerika schmücken die Frauen sich gerne. Rote Lippen und alle Arten von Dingen. Stundenlang, nicht meine Frau. Sie tut dies überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall, sie stört sich nicht an solche Dinge viel. Das mag ich. Aber sie sind doch so eitel. Ach, was werden sie denken? Ich muss meinen Rock wieder ausführen, ein anderes Rock anziehen. Oder eher lange Hosen. Ich muss mich noch besser schmücken. Noch ein Ding umhängen, damit die Leute gut von mir denken könnten. Dies ist ein Zeichen von Stolz, Arroganz, an Mangel an Demut und Selbstgerichtsein. Aber als so, sie hat die Leute getadelt, sie hat sich selbst noch nach dem Fleisch gekannt. Deswegen ist sie so irritiert und unzufrieden geworden. Aber laut 187, meine Frage ist, und dies ist eine Strickfalle, die Frage, hat sie dann immer noch von sich selbst geredet, über sich selbst? Ja, die ganze Zeit hat sie. Ich. Paulus hat immer über sich selbst geredet, ohne einmal damit aufzuhören. Also, er hat nicht gepredigt in der Nacht, als er einen Mann aus den Toten auferwecken musste. Er hat einfach den Leuten gesagt, Stunde nach Stunde bis zum Morgenlicht, bis zum Morgenräte, was der Herr in ihm gewirkt hat und durch ihn. Dies hat der Herr in mir gewirkt. Dies hat der Herr durch mich gewirkt. In mir, durch mich. In mir, durch mich. In mir, durch mich. Laut Römer, laut im Hohenlied 7 und 8, meine Brüste, ich schenke dir meine Allrauch. Ich schenke dir meine, ich sehe es schön aus in deinen Augen und du hast recht, euer, ich sehe es schön aus, zu einem bestimmten Maß. Ich darf doch nicht heucheln. Du hast mich umgewandelt. Ich bin umgewandelt worden durch das Wirken deines Geistes. Ich darf doch nicht mit dir anders als im Einklang sein. Du hast mir so weit gebracht, dass ich so weit an dir herangewachsen bin. Und deswegen kannst du mich und sollst du mich doch genießen. Deswegen erwähne ich, was in Hohenlied Kapitel 7, Vers 11 geschrieben steht. Ich gehöre meinen Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. O Herr, dein Verlangen steht nach mir. Du hast mich reif gemacht. Genieße meine Brüste, besteige meine Palme, genieße die Düfte meiner Nase. Sie riechen wie Äpfel. Ich. Aber mit einer ganz anderen Perspektive, mit einer ganz anderen Betonung. Wisst ihr was? Einige Leute hatten sich damals gefragt, als Spurgeon gedient hat. Spurgeon, warum sagst du nicht den Menschen, sie sollen nicht so auf dich fokussiert bleiben? Du bist doch kein Gott oder keine Götze. Er hat nur gelächelt. Er hat gesagt, lass dich auf mich konzentrieren. Weil er war ziemlich schlau gewesen. Er hat dann gewusst, diese Gelegenheit schenkt mein Herr mir.
Die Leute hören gerne meine Predigten, sie loben mich für meine Predigten, sie lesen, sie drücken meine Predigten. Sie wollen alle hineinkommen, nur die Hälfte schaffen es. Spurgeon, 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 Spurgeon. Er hat gesagt, lass sie weitermachen. Weil wenn sie hineinkommen werden, über mich reden werden, dann werden sie meinen Herrn sehen in mir. Sie werden seine Botschaft hören. Dann werden sie doch anfangen, um mehr über ihn zu reden, als über mich. So, als die Leute über ihn geredet haben, hat er sich gesagt, wir lassen es. Weil dies hat er als geöffnete Tür benutzt, um ihnen auf eine noch vollständigere Weise, vollkommener Weise, die Botschaft Christi zu vermitteln. Paulus hat auch über sich selbst geredet. Wie hat er geredet? Lass uns sein Vorbild auch schnell angucken, wieder anblicken. Ich komme wieder zu meinem Punkt zurück, über nach dem Geist kennen. Ich denke nicht, ich werde davon vergessen. Der Heilige Geist wird mich erinnern. Aber Philipper Kapitel 1 wieder. Philipper Brief Kapitel 1, Vers 19 und 20. Denn ich weiß, und dies hat er gesagt, nachdem er über ernstliche Krisen und Probleme geredet hat, in denen er drin war. Denn ich weiß, seine Umstände und Situation war. Denn ich weiß, dass mir diese Dinge zur Rettung ausschlagen wird. Wie konnte er dies wissen? Weil er gewusst, dass sein Herr, mit dem er auf seine Erntefelder rausgegangen ist, ihm gegenüber treu bleiben würde. Meine Frau weiß, 40 Jahre lang bin ich ihr gegenüber treu geblieben. Sie hat keine Angst, dass ich ihr gegenüber plötzlich untreu werden würde. 40 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit. Und dann ist man ziemlich konsequent geblieben und dann weiß ich, ich habe keine Angst. Er ist konsequent. Ich habe keine Angst, dass er mich im Stich lassen würde. So hat Paulus dies auch gelernt. Dass mir dies zur Rettung ausschlagen, weiß ich. Durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Und dies alles, Vers 20, nach entsprechend meiner festen Erwartung. Ach, geliebt, wisst ihr was? Ist auch plötzlich, dass die gereifte Jungfrau eine feste Erwartung hat. Sie ist nicht mehr wackelig. Ach, ich brauche es für Psychopharmaka. Ach, ich fühle mich wieder depressiv. Ach, Herr, was fehlt wieder? Dann schaut sie wieder in sich selber hinein. Nein. Ich, entsprechend meiner festen Erwartung, dies ist die Erwartung von der gereiften Jungfrau, und feste Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde. Auf keinen Fall bezüglich keines Dings. Laut Psalm 1, Vers 1 und 2. Alles, was ich tue, führe ich mit Erfolg aus. Sondern, dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt in der Vergangenheit, so auch in meiner Gegenwart, Christus hochgepriesen wird. Ja, was konnte sich ändern? Seine Umstände und Erfahrung konnte sich ändern. Hat sich auch mehrmals geändert. Dann war er in Ketten gefesselt. Im Gefängnis, dann wieder war er in Freiheit. Dann hat er zu wenig Geld gehabt. Dann konnte er wieder laut Philipper 4, die Philipper schreiben, ich habe jetzt nicht nur genügend, ich habe Überfluss. Ihr habt mir mehr geschenkt, als was ich brauche. Gott wird euch reichlich dafür segnen, dass ihr mich nur genügend geschenkt habt, sondern übermäßig, weil ihr behandelt Christus, wie ihr mich behandelt. Und dann konnte er ihnen sagen, wie der Herr ihnen segnen wollte. So, dann hat er Mangel erlitten, dann wieder Überfluss. Aber durch alle Dinge in der hat er gelernt, ich könnte leben oder ich werde sterben. Aber dies ist mir egal. Christus hochgepriesen wird, ist mein Verlangen. An meinem Leib, es sei durch Leben, deswegen es sei durch mein Leben oder durch mein Tod. So eine Jungfrau ist so gereift worden in der ersten Liebe, so vollkommen gemacht, dass ihre Umstände ihr nicht mehr stört. Ob es mir gut geht oder schlecht geht. Solange es ihm gut geht. Solange ich ihm gefallen kann. Was hat er gesagt, als er im Gefängnis drin war, mehrmals? Ich bin gefesselt hier. Ich bin eingekerkert worden oder was. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Ihr werdet doch diesen Brief lesen. Der Heilige Geist wird mächtig wirken und das Wort lebendig machen. Ihr werdet wachsen, obwohl ich hier bin. Ich bringe ein Opfer. Ich sterbe täglich, hat er gesagt. Ich bringe ein Opfer meinem Herrn gegenüber und euch gegenüber. Ich diene ihn und den Seinen, weil ich weiß, seine Menschen sind ihm am köstlichsten. Und ich bin doch als seine Gefährten, als Teil seiner Braut, sehr empfindlich gemacht worden.
seinen Bedürfnissen gegenüber. Sein Bedürfnis ist seine Menschen. Ach, Geliebte, es ist so köstlich. Dies ist die Botschaft, die wir aus im Hohenlied 7, Verse 10 bis 14 mitbekommen, auch aus dem ganzen Hohenlied, Kapitel 8. So war sie noch nicht gewesen, nur zu einem geringeren Maß als ungereifte Jungfrau. Aber später, ach, wie wunderbar, selbstlos. Aber um uns nach dem Geist zu kennen, ist, um uns von uns, anstatt nach dem Fleisch, dann ist es um zu tun, was im Hohenlied Kapitel 7 geschrieben steht, nämlich, du guckst mich an, du besteigst deine Palme, du genießt meine Brüste, du genießt alles von mir, meine Alraunen, meine Liebesäpfel, meine duftende Salben und alles. Herr, sie redete über sich selber, aber von der Perspektive heraus, mit der Absicht, Herr, genieße mich. Ich will dir gefallen. Ich will das Verlangen deines Herzens stillen. Dies hat sie auch getan. Dies hat er auch immer wieder bekannt gegeben. Und deswegen kannte sich, die Beweise sind da, dass sie sich später als gereifte Jungfrau überhaupt nicht mehr nach dem Fleisch gekannt hat. Es war Paulus egal. Sie sagen, die Leute, die aufgeschrieben haben, in anderen Büchern sagen, er war so ein komischer kleiner Mann. Als ob er nur, was sagt man, eine Augenbraue hatte. Und er hat furchtbar ausgesehen. Deswegen redeten die falschen Apostel, nachdem er gegangen ist. Er kann doch nicht gut reden. Er sieht doch so schlecht aus. Er ist doch so schwach. Und warum stört ihr euch an ihm? Aber dies war Paulus egal, solange sein Herrn verherrlicht werden konnte. Weil als gereifte Jungfrau war sie nicht mehr übermäßig selbstbewusst gewesen. Ist immer ein Zeichen von Stolz und Arroganz. Absolute Vermessenheit. Was denken die Leute von mir? Was denke ich von mir selber? Was der Herr von mir denkt? Was der Herr von mir sagt? Was der Herr mir gezeigt hat, wie ich an ihm herangewachsen bin? Dies ist entscheidend. Weil dadurch gefalle ich ihm. Ich rede von mir selber als eine Frau, die sich im Geist befindet, in Christus, die laut Epheser 1, Vers 6 angenommen worden sind, ein und für alle Mal in den Geliebten. Heute Morgen, nach 3,5 Stunden von Schlaf, wieder diese Folterung erfahren. Ach, liebe Zeit. Auf welche Weise ist dies wieder übersetzt worden? Epheser 1, Vers 6. Begnadigt worden in den Geliebten. Keine richtige Übersetzung. Angenommen worden mit viel Freude in den geliebten Christus. Accepted in the beloved. Angenommen, er findet uns schön und köstlich. Dies hat sie gewusst. Dies hat sie immer länger, je mehr und je vollständiger erfahren. Und deswegen redet sie immer noch von sich selbst. Aber nach dem Geist. Deswegen konnte nicht sie verstört werden. Hat sie nicht mehr gebraucht, den anderen zu tadeln. Aber es gibt noch einen anderen Unterschied da. Weil ich muss mich doch beeilen. Ich habe nicht meine Notizen noch, ich weiß nicht mehr, wo ich schauen muss, denn ich habe zu viele Seiten hier. Die Seiten mehren sich immer. Ungefähr 30 Seiten habe ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich gucken soll. Aber jetzt, das Hohenlied Kapitel 1 und Vers 6b. Sie setzten mich zur Hüterin der Weinberge. Doch meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. So, was hat sie falsch gemacht? Mehrmals. Ihre Prioritäten hatte sie nicht früher richtig gehalten. In dem Moment, wenn sie für den Herrn gearbeitet hatte, danach hat sie schnell die Erfahrung seiner Gegenwart, seine herrliche Gegenwart verloren. Weil sie hat nicht die richtige Einstellung gehabt und Fokus gehabt, weil, was ist falsch hier? Sie setzten mich zur Hüterin der Weinberge. Es wäre nicht in Ordnung, wenn die Menschen uns zur Hüterin von Christi Weinberge setzen. Christi soll es selber tun. Damit meine ich nicht, liebe Geschwister, dass der Herr nicht einen Pastor benutzt und nicht die gereiften Brüder benutzen, die leitenden Brüder. Möchte diesen Dienst tun. Gestern habe ich hier, wir wollten eine Stunde reden, wir haben bis 4 geredet, deswegen wieder 3,5 Stunden bin ich geschlafen.
Weil der Bruder war nicht stark genug, mir zu sagen, Johann, höre doch auf, du musst anfangen mit einer Vorbereitung. Ich war schuldig, nicht er. Aber dann sagte ich, möchte es nicht diesen Dienst tun. Ich weiß es nicht. Was für eine gute Antwort. Ich muss mich noch überlegen, ich muss noch beten, dann werde ich dir Bescheid geben später. Es ist nicht in Ordnung, wenn die Menschen einfach uns einsetzen werden zur Hüterin der Weinberge. Dies deutet auf einen ernstlichen Fehler, dass sie nicht die Stimme des Christus persönlich gehört hat, einfach gemacht hat, was die Menschen ihr sagten. Kein Wunder, dass sie nicht geführt war vom Heiligen Geist, dass sie ihren Dienst teilweise umsonst gemacht hatte und als fleischlich geprägter Mensch, obwohl sie noch teilweise im Geist wandelte. Und deswegen konnte sie nicht mehr ihren eigenen Weinberg hüten, sondern hat sie angefangen, um es zu vernachlässigen, weil wenn die Menschen uns eingesetzt haben und nicht Christus selber, dann werden wir fleischlich handeln, nicht in der Fülle des Geistes bleiben können, erfüllt mit dem Geist, dann werden wir die Dienste, die der Herr uns nicht geschenkt, denen der Herr uns nicht geschenkt hat, gut machen können, nicht geführt vom Geist. Der Heilige Geist wird dies nicht sägen. Dann werden wir uns immer frustrierter fühlen und dann werden wir immer mehr davon vergessen, um uns auf Christus selber zu fokussieren. Und dann werden wir anfangen, unseren eigenen Weinberg zu vernachlässigen. Ja, obwohl sie laut anderen Kapitel, so 2, 3 und so weiter, gesagt hat, fangen uns doch die kleinen Füchse, denen die Weinberge verderben, weil unsere Weinberge stehen in Blüte, hat sie es nicht selber geschafft. Sie hat die anderen gesagt, tue es doch, aber selber konnte es nicht schaffen. Ihre Prioritäten waren verkehrt. Sie konnte nicht zuerst das erste Liebesgebot richtig machen und Christus mit allem, was sie war und hatte, vollständig zu dienen. Und zur gleichen Zeit seine Weinberge zu hüten. Sie hat die Zeit mit ihm vernachlässigt. Und deswegen ist sie so frustriert geworden. Weil solange wir in der ersten Liebesgemeinschaft und Festmahl im Herrn drin bleiben, werden wir nicht frustriert fühlen. Werden wir dann nicht mehr, nur wenn wir mit ihm wandeln werden, fortwährend werden wir nicht seine Gegenwart, die Erfahrung seiner christlichen Gegenwart verpassen. Aber später war ihre Priorität doch richtig. Sie hat doch gelernt, Herr, du bist Nummer 1. Dein Verlangen steht nach mir. Du bleibst Nummer 1. Und deswegen hat er ihr selber gesagt, was ihm gefallen hatte. Deswegen sagt, jetzt höre ich nicht nur von dem Pastor oder von den leitenden Brüdern oder von den anderen Geschwistern aus ihrem Mund. Jetzt höre ich es aus deinem Mund auch. Und ich tue, was du mir in meinem Geist gesagt hast, was du mir vermittelt hast. Ich bin empfindsamer geworden, eine Stimme gehen und ich tue. Ja, der Pastor redet immer noch zu mir. Er hilft mir immer noch. Er rüstet mich immer noch zu. Die gereifte Brüder rüsten mich noch zu. Dies bleibt. Aber es geht auf ein tieferes Niveau, eine höhere Niveau, eine wichtigere Niveau. Der Herr hat Klartext zu mir persönlich geredet. Johannes 14, Vers 21 ist tatsächlich stark von ihm. Ich werde mich ihm offenbaren. Ganz persönlich. Ach, ich kann doch tagelang reden über alle die verschiedenen Wunder, die der Herr Jesus in meinem Leben geschaffen hat über die Jahre. Ich habe doch eine köstliche, persönliche Geschichte mit ihm. Ich kann euch viele Stunden lang beschäftigt halten. Ich habe eine persönliche Erfahrung mit ihm gehabt. In meinem Kämmerlein, in deinen Erntefeldern, überall. Durch dick und dünn hat er mich geführt und immer neue Wunder getan. Und da habe ich gelernt, Herr, du hast einen Gefallen an mir. Meine Fähigkeiten sind gewachsen, dir zu gefallen. Ich bin eingeübt worden. Ich schäme mich nicht mehr als Arbeiter. Ich kann dein Wort besser schneiden als früher. Aber dies tue ich alles für dich und für deine Menschen. Und Herr, ich höre, bevor ich gehört habe, dass du mir bestätigt hast, dass ich dies tun soll, tue ich nicht, was die anderen mir sagen. Ich bin nicht rebellisch oder widerspenstig, aber es ist nicht in Ordnung, was ich früher gemacht habe. Sie setzte mich zur Hüterin der Weinberge. Und es ist doch offensichtlich klar, dass laut Römer Kapitel 7 und Vers 12, dass sie als gereifte Jungfrau anders geredet hatte und gehandelt hatte. Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Wir wollen in den Dörfern übernachten.
Vers 13. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen. Sie hat gewusst, dies wollte er, dies hat er ihr vermittelt. Und deswegen sagte sie nicht mehr, die Menschen haben mir dies gesagt. Die andere Jungfrau, sie hat seine Stimme gehört, deswegen wusste sie, was er von ihr forderte. Meine Frau weiß, was ich brauche. Sie hat genug Erfahrung von mir gehabt. Die Beziehung, die wir miteinander haben, war innig genug und nah genug, dass wir wissen, was die andere Person braucht. Ich bin immer so erstaunt. Es gibt, wenn ich E-Beratung tue, dann treffe ich immer wieder Leute, dann müssen wir bis zu Mitternacht reden. Wir fangen um 7 an oder 6:30. Dann reden wir bis zu Mitternacht. Dann stelle ich fest, jedes Mal bin ich noch überrascht, mehr überrascht. Die Ehefrau weiß nicht, was ihr Ehemann haben will. Der Mann weiß nicht, was seine Frau haben will. Sie kommunizieren nicht gut. Wir kommunizieren, die zweifeln uns über alles. Über alles. So, du wirst eine schwierige Zeit haben, wie wir sagen würdest, halte dies geheim. Ich werde es geheim halten für den anderen, aber wahrscheinlich nicht für meine Frau. So ab und zu habe ich dies gemacht, wenn die Leute mich dazu gefordert haben. Aber meine Frau weiß ungefähr alles, was ich weiß. Ich weiß ungefähr alles, was sie weiß. Auch bezüglich ihr Verlangen, ihres verschiedenen Verlangen und andersrum auch. Wir haben dort auch eine gute Beziehung. Wir kommunizieren so gut miteinander. Und deswegen hat sie gewusst, wir wollen. Nicht mehr, was sagen die Menschen uns allein. Dies ist gut, was sagen die Menschen? Was sagen die Geschwister uns? Aber letzten Endes, was endgültig wichtig ist, in entscheiden, was hat der Herr mir in meinem Herzen und Gedanken bestätigt? Worüber hat er mich begeistert gemacht? Weil dann tue ich es geführt vom Geist. Dann tue ich es wahrlich für ihn. Dann bekomme ich doch so viel Erfolg. Wisst ihr was? Ich habe wieder ein neues Problem. Ich muss leider wieder aufhören. Und ich bin leider wieder nicht so weit gekommen, wie ich kommen wollte. Und leider ist die Erweckung immer noch nicht gekommen. Und sagt ihr mir leider immer noch nicht, Pastor, bitte noch eine weitere Stunde. Dies kommt hoffentlich noch, wenn die Erweckung kommen würde, hoffentlich. So Gott will. Aber deswegen muss ich einfach wieder aufhören. Aber Geliebte, des Herrn, lass uns doch wachsen. Lass uns doch unserem Herrn gefallen. Lass uns doch nicht so selbstbewusst bleiben, so eitel und arrogant und stolz und selbstgerichtet. Lass uns doch auf den Herrn blicken. Wir wissen doch, dass wir nicht zur gleichen Zeit auf uns selber blicken können, auf unsere Leistungen oder Mangel an Leistungen auf ihn. Fokussiere er auf ihn, dann wird er dir offenbaren, was du brauchst zu wissen über dich selber. Dann wirst du im Geist wandeln können, ohne so frustriert zu werden. Du wirst so viel Freude in ihm erfahren. Und dann lass uns damit abschließen. Das Hohelied, Kapitel 7, Vers 13. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Ja, während ich für dich in deine Erntefelder, ja, in deine Kraft, in Einheit und Solidarität, in der innigen Beziehung mit dir zusammenarbeite, als meine Geliebte, ich bin deine Geliebte und Gehilfe und Gefährte, schenke ich dir dort auch meine Liebe. Ich verliere nicht mehr wie früher die Erfahrung deiner Gegenwart, wenn ich auf die Felder sitze. Weil, jetzt blicke ich doch vollständiger auf dich, weil du hast mich doch weniger egoistisch gemacht. Deswegen bin ich auf dich gerichtet. Ich bin mit mir selbst zufrieden in dir. Du lässt mich wachsen. Ich akzeptiere mich, wie ich bin, weil du willst mich noch weiter wachsen lassen. Ich akzeptiere, dass ich zu einem neuen Menschen erschaffen worden bin. Und ich schätze alles, was du von mir schätzt, auch. Aber ich blicke auf dich. Du genießt mich und ich genieße dich. Und deswegen schenke ich dir meine Liebe, ohne so die andere Jungfrauen tadeln zu müssen, so frustriert sein zu müssen. Das Gegenteil ist wahr. Ich bin nicht frustriert, oh Herr. Früher war ich aber nicht mehr. Ich war doch so depressiv geworden in den ersten paar Monaten als junger Pastor. Fragte Susanne mir, was machst du wieder hier auf dem Stein hier draußen? Warum siehst du so sauer und so depressiv aus? Ach, ich habe nicht richtig gepredigt gestern. Und dann konnte ich mich nicht mit mir selbst leben als ungereifter, eitler, junger Prediger. Aber heutzutage ist es ziemlich viel anders. Ich bin mit dem Herrn zufrieden, er mit mir. Ich stille gerne
die verschiedenen Verlangen seines Herzens. Die erste Liebesbeziehung bleibt am wichtigsten und entscheidendsten, mehr und auch am köstlichsten. Deswegen sage ich in Vers 14, die Alraunen verbreiten Duft. Meine Alraunen, meine Liebesäpfel, da wodurch ich dir gefallen. Und über unsere Türen sind allerlei edle Früchte. Und, oh mein Geliebter, neue und alte Früchte habe ich dir aufbewahrt. Jetzt schenke ich dir, wo wir uns hier hinter unseren Türen befinden, in unserem Schloss. Meine Liebe, die verschiedenen Früchte, was gereicht die Jungfrau? Geliebte des Herrn, denkt ihr, dass wir dem Herrn Jesus treu genug geworden sind? Oder noch nicht? Ich denke, wir sollen ernstlich bestrebt sein, wie Paulus es geblieben ist. Noch mehr, oh Herr, noch mehr. Aber nicht als frustrierte Menschen, als dankbare Menschen, als Menschen, die eine schöne Hoffnung haben. Herr, wir werden für dich immer mehr erreichen, indem wir den Deinen dienen werden. Aber dies werden wir tun, um dir zu gefallen. Wir werden nicht die Kontakt und die Einheit mit dir verlieren, indem wir auf die Erntefelder hineingegangen sind. Weil wir bleiben im Geist, wir wandeln im Geist. Deswegen bleiben wir auf dich gerichtet, bleiben wir von dir abhängig. Und machen wir im festen Glauben weiter, laut Galater 2, Vers 20, um 20a schaffen zu können. Lässt er uns wachsen. Gefallen wir ihm immer mehr, immer vollständiger. Schenkt er uns immer mehr auch seine Liebe. Öffnet er uns immer mehr neue Türen für einen Dienst ihm gegenüber. Ich freue mich absolut über, was ich am Samstag und insbesondere hier höre. Es gibt hier Christen, die wunderbar am Herrn Jesus herangewachsen sind. Der Herr ist beschäftigt, uns umzuwandeln. Ein Bruder hat gestern gebetet, Herr, wir wissen doch, und habe ich gehört, er hat gebetet, was ich gepredigt habe letztes Mal. Herr, wir dürfen doch nicht nur hier in Heilbronn, in dieser Stadt für dich arbeiten. In aller Welt. Wir haben doch eine Erwartung, um Spanisch zu lernen in Kürze. Santi hat gesagt, hoffentlich wirst du schnell lernen. Du lernst normalerweise schnell. Ich hoffe, das ist recht. Weil wir wollen noch in der Dominikanischen Republik, so Gott will, in Spanien predigen. Die Leute für den Herrn gewinnen, um die Leute in Deutschland eifersüchtig zu machen. Die anderen werden gerettet, wir bleiben verloren. Dies wird möglicherweise noch stattfinden. Es hängt von dem Herrn ab, nicht von uns. Wir bleiben einfach auf ihn gerichtet und wir ziehen mit ihm vorwärts und wir schenken ihm, was er uns schenkt, damit wir ihn uns genießen lassen können. Und dies findet statt. Und wir verpassen nicht seine besten Segnungen und die anderen deswegen auch nicht. Und wenn wir uns letzten Endes mit ihm in Herrlichkeit befinden werden, als Teil seiner Braut, seine christliche schöne Braut, makellose Braut, wird er uns einen schöneren Dienst schenken, wenn wir so leben werden, damit wir auf ewig einen wichtigeren Dienst für ihn machen können, als seine Gefährten und Gehilfen. Aber bist du gerettet? Dies ist die Frage. Amen.